meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit. Wir haben heute wieder einen Tierarzttermin mit Nasco. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr auf YouTube habt das noch gar nicht mitbekommen, was mit Nasco passiert ist. Ich habe das nämlich, glaube ich, nur auf Instagram erzählt. Ich erzähle ich das nachher sonst nochmal. Auf jeden Fall haben wir heute den dritten Tierarzttermin mit ihm. Ja, einmal nochmal eine Kontrolle nach seiner OP. Und da werden wir jetzt gleich hinfahren. Wir müssen auch schon in der Dreiviertelstunde, nee, in einer halben Stunde müssen wir schon los. Und jetzt wollte ich noch kurz die Sachen packen, das heißt die Wickeltasche und so. Ich habe jetzt gerade noch geduscht schnell, habe die Kleine jetzt fertig gemacht. Die muss aber noch angezogen werden. Sie hat jetzt nur ein Body und eine Strumpfhose an. Und dann muss ich noch ein Paket fertig machen, was ich dann auch danach gleich zur Post bringe. Und dann kann es auch eigentlich schon losgehen. Ne, mein Schatz, dann kann es schon losgehen. Ja. So, die kleine Maus ist jetzt fertig. Ich habe ihr hier so ein richtig süßes süßes Outfit angezogen. So. Den Shop kann ich euch mal in der Infobox verlinken. Das ist Felefant. Da haben wir schon ganz viel Handmade-Sachen von der Lieben. Und die hat uns hier wieder ein Set zugeschickt mit so einem Hasen drauf. Und der Pullover ist so süß hier mit diesen Rüschenärmeln. Richtig süß. Ich musste den hier noch ein bisschen hochkrempeln, aber sonst passt der. Und die Hose ist auch so goldig. Ja, das ist also ihr Outfit. Sie sitzt gerade hier in unserem neuen Buggy. Ich denke, den werde ich auch mitnehmen, weil es ist ziemlich anstrengend mit Hund, Wickeltasche und Kind auf dem Arm beim Tierarzt. Deswegen denke ich, dass wir den mitnehmen werden, ne? So, und hier habe ich auch schon die Wickeltasche bereit. Da muss ich jetzt noch eben eine Windel einpacken und dann ist das auch schon fertig. So, die Kleine kann jetzt hier nochmal ein bisschen spielen in ihrer Spielecke. Hier hat sie auch so eine ganz neue Spielzeugkiste. Auch richtig schön ist die. Und da haben wir jetzt alle ihre Sachen drin. Hier sind ihre Bücher. Und hier ist noch so ihr Rest. Genau, da kann sie jetzt noch ein bisschen spielen. Wir haben hier gerade Stromausfall im Wohnzimmer, wie ich merke. Das Licht geht nicht, Fernseher geht nicht. Keine Ahnung, was hier los ist, aber ist auch nicht so schlimm. Wir müssen ja eh gleich los, ne? Sie dreht sich immer so im Kreis hier. Hier ist auch noch ein Spielzeug von der Kleinen. So, hier, mein Schatz, guck mal, das gehört auch noch dir. Und da ist die Kiwi-Maus. Hallo Kiwi, hallo. Na? Ich muss mir gleich noch eine Hose anziehen. Und meine Jogginghose an, ne? Kiwi-Maus. Und da ist auch der Nasco, unser Problemkind, ne? Er muss noch seine Halskrause tragen. Ich denke, dass sie heute abkommt, aber schauen wir mal, ne, Nassi? Schauen wir mal, wie der Arzt dich findet. Diese Kuh nehme ich jetzt auch noch mal mit, falls sie beim Kinderarzt irgendwie Langeweile bekommt oder so. Ja, und dann müssen wir jetzt auch gleich schon los. Was ist denn los, Kiwi? Hey, was hast du denn? Ah, ich habe mir jetzt übrigens auch schon meine Jeans angezogen. Nee. So. Einmal den Overall anziehen, mein Schatz. So, alles eingeladen. Es kann losgehen. Ich muss mein Auto unbedingt saugen. Aber gut. So, und zack, sind wir auch schon in der Tierklinik angekommen. Genau, ich werde jetzt schnell mit Nasco reingehen und mit Lia natürlich. Und werde mich danach melden. Ich werde die Kamera jetzt nicht mitnehmen, weil es ist schon anstrengend genug mit Baby und Hund und alles. Ja, ich erzähle euch einfach danach, wie es war. So, Lia. So. Hahaha.
Warte kurz. Nassi, warte mal. So, mein Lieben, wir sind wieder drin im Auto. Und ich still jetzt die Kleine kurz, wie ihr sehen könnt. Die hat nämlich extrem Hunger. Und ja, erstmal so, was ist eigentlich passiert? Warum waren wir jetzt das dritte Mal in der Tierklinik? Also, das erste Mal war ziemlich krass, weil Lasko hatte ein geschwollenes Glied, also einen geschwollenen Penis. Und wir wussten erstmal gar nicht, okay, was ist da los, was hat der? Und dann habe ich beim Tierarzt angerufen, der hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Das soll wohl von alleine wieder zurückgehen, da brauchen wir nichts machen. Aber ich war mir so unsicher, habe dann eine Freundin gefragt. Und die hat mir gesagt, man kann die Vorhaut, weil die Vorhaut ging nicht mehr zurück und dadurch ist eben der Penis gestaut, kann man selber zurückschieben. Und das habe ich dann probiert, das ging und ging nicht. Dann habe ich beim anderen Tierarzt angerufen und der hat gesagt, ab sofort, sofort in die Tierklinik. Und dann sind wir auch direkt los und das war allerhöchste Eisenbahn. Weil das war schon echt total doll geschwollen und da hat sich sehr, sehr viel Blut schon gestaut. Und dann waren wir das erste Mal bei der Tierklinik und da wurde dann direkt gesagt, okay, Notoperation. Und dann wurde Nasko operiert und zwar wurde die Vorhaut aufgeschnitten und das ist jetzt gut verheilt. Wir hatten heute jetzt den zweiten Kontrolltermin und das sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich habe jetzt noch eine Spülung bekommen heute und da soll ich ihm das jetzt jeden Tag spülen, weil da noch so ein bisschen Sekret rauskommt, also so ein bisschen so eine Art Eiter, weil es eben noch nicht ganz verheilt ist. Er sagt noch 3, 4, 5 Tage, dann ist es auf jeden Fall komplett verheilt. Er hat ja auch diese Halskrause um, die dürfen wir ihn jetzt auch abnehmen. Wenn er sich doll leckt oder so, dann sollen wir sie wieder ranmachen. Aber der Tierarzt sagt, eigentlich könnte die Halskrause jetzt abgenommen werden. Und das machen wir dann auch nachher. Und ich denke, dann geht es ihm auch deutlich besser. Er war echt total angeschlagen. Es tat mir auch so leid, weil er war die ganze Zeit richtig traurig. Er hat nur geschlafen. Natürlich, er war auch sehr benebelt von der Narkose und so. Es war jetzt seine erste Narkose. Und aber jetzt liegt er hier und schläft und... Ja, es war so schön, als ich ihn wieder abgeholt habe, als er operiert wurde, ich ihn wieder abgeholt habe und er, so glücklich, trotzdem, dass er total benebelt war, war er so glücklich, mich wiederzusehen und das war einfach so schön, das, werde ich, glaube ich, nicht vergessen. Ja, jetzt werde ich hier kurz noch zu Ende stillen und dann werden wir uns auf den Weg nach Hause machen, dort heißt es dann Haushalt, Baby, Hundegassi führen und, kochen und ich denke, ich nehme euch einfach mal wieder so ein bisschen mit. Ich habe ja schon total lang nicht mehr zu Hause gevloggt und dann fahre ich jetzt erstmal wieder nach Hause. Die Hunde sind jetzt kurz im Garten, ein bisschen toben und Kleine spielt hier schon ein bisschen auf dem Boden und ich werde mich jetzt direkt ins Mittagessen machen, weil es auch schon nach 12 ist. Ich war jetzt gerade noch bei der Post eben und habe die Pakete noch schnell weggebracht. Die Kleine hat die Rückfahrt schön im Auto geschlafen. Sehr schön. Ja, und ich werde jetzt mal gucken, was ich zum Mittag mache. Hier geht der Strom auch nicht. Das ist so... Ich weiß nicht, was hier los ist. Auf jeden Fall geht hier überall der Strom nicht. Hier geht der. Naja, ich habe auch noch gestern so ein paar leckere Erdbeeren gekauft. Die wollte ich jetzt gleich auch noch schneiden für mich und Lea. Und dann gibt es heute zu essen Schnitzel, haben sich die Kinder gewünscht, kann ich euch mal zeigen. Upsala. Ah, hier ist gar nicht, genau, die Rezeptkarte ist von HelloFresh nicht dabei gewesen. Also wir essen im Moment HelloFresh und ich finde das so genial. Ist auch selbst gekauft, keine Werbung oder so. Weil ich finde das... So lecker! Ja, und da gibt es irgendwie heute, muss ich mal in die App gucken, Schnitzeljägerart oder so heißt das. Das mit Pilzen und so. Ja, das mache ich jetzt gleich eben schnell fertig. Und dann muss ich noch was zu essen für die Kleine machen. Ich weiß nicht, was die bekommt, das schaue ich gleich mal. Ich habe jetzt einmal die Sachen rausgesucht für das Essen. Einmal haben wir hier eine Gewürzmischung. Dann haben wir Semmelbrösel, gleich für die Schnitzel zum Panieren. Dann einmal ein paar Champignons, hier ein bisschen Petersilie, 2 Zwiebeln, Kochsahne, Mayonnaise
und so eine Soße hier. So eine Soße. Und hier natürlich das Schnitzel. Die tauen jetzt gerade auf. Und nebenbei habe ich hier so ein paar Erdbeeren noch genascht, weil ich habe, muss ich ehrlich zugeben, noch nicht gefrühstückt. Aber ja, ich werde jetzt auf jeden Fall so ein bisschen schon vorbereiten. Das heißt, ich werde schon mal die Pilze schneiden und die Zwiebeln schneiden und so. Und genau, das mache ich jetzt erstmal. Kartoffeln fehlen auch noch. Das sind diese hier. Die brauchen wir auch noch. Das heißt, ich werde die gleich auch noch mal schnell schälen. So, die Madame räumt hier ihren Schrank aus mit den ganzen Flaschen drin. Aber soll sie machen, ist nicht schlimm. Ich habe jetzt Zwiebeln geschnitten, Pilze geschnitten und Kartoffeln geschnitten. Das habe ich jetzt schon fertig. Jetzt schaue ich mal eben kurz bei HelloFresh, wie das Rezept geht. So. So sieht es aus. Jetzt kochen. Okay, dann machen wir das mal. Zwiebeln also damit rein. Und dann das Gewürz damit rein. Das sieht doch schon mal ganz lecker aus. So, das heißt, dann können wir Step 2 machen. Ja. Okay. Champignons. In einen Topf. Dann brauchen wir mal einen kleinen Topf. Ich glaube, dieser hier reicht. So. Dann kommen die hier rein. Ein bisschen Öl mit rein. Und anbraten. So, und danach können wir schon mal vorbereiten. Die Sahne brauchen wir jetzt. Da muss ich die einmal aufschneiden. Nebenbei noch ein bisschen Erdbeere essen. Schatzi. So, Senf brauchen wir noch für die Marinade gleich. Die machen wir nämlich aus Mayonnaise und Senf und Semmelbrösel. Ja, habe ich auch noch nicht so gegessen, aber ich bin gespannt, wie das schmeckt. Das können wir auch schon mal vorbereiten auf dem Teller. So, aber erstmal löffel ich hier das ab mit der Sahne und dieser Soße. So, das sieht doch schon mal ganz lecker aus. Wir haben die Kartoffeln ganz vergessen. Die habe ich jetzt mal eben kurz in den Ofen getan. Und jetzt geht es endlich an die Marinade, also mit Senf und Mayonnaise und Semmelbrösel. So, da bin ich echt gespannt, wie das schmeckt.
müssen auch noch mal ein bisschen rühren. So, die Soße sieht auch gut aus. Die können wir schon ausmachen. Die ist soweit fertig. Ich muss leider noch warten, bis das Schnitzel hier aufgetaut ist. Aber genau, das Schnitzel wird nachher einfach nur noch hier drin paniert und dann einfach angebraten und dann ist das Ganze auch schon fertig. Hier seht ihr das, also einmal anbraten und servieren. Für die Kleine gibt es heute Gemüsehähnchenrisotto mit Erbsen. Das sind die neuen Hip-Quetschis. Die lieben wir, die kann man warm und kalt essen. Ich mache sie jetzt aber warm hier in unserem Adventbecher. Und dann in dem Flaschenwärmer hier. Das Essen ist fertig und ich mache mir jetzt noch kurz einen Milchshake. So, fertig. Das ist übrigens unser neuer Smoothie Maker und ich finde den so genial. Richtig, richtig cool. So, das Essen für die Kleine, mein Milchshake und ich habe mir auch noch ein Stück Brot gemacht. Und genau, jetzt werden wir erstmal die Kleine füttern. Jetzt wollen wir noch ein Lätzchen raussuchen. Nehmen wir mal das komplette Lätzchen und ein Spucktuch. So. Mein Schatzi. Reinsetzen. Ja, gibt es was zu essen, ne? So, mein Schatz. So, die Kleine hat jetzt Mittag gegessen und wir haben jetzt hier gerade ein bisschen aufgeräumt. Ich wollte eigentlich noch staubsaugen und so, aber hier geht ja der Strom nicht. Im Wohnzimmer habe ich ganz vergessen. Ja, deswegen kann ich jetzt nicht saugen. Aber das melde ich heute auf jeden Fall nachher mal, wenn mein Vater da ist. Ich denke mal, dass eine Sicherung rausgesprungen ist oder so. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Ich werde jetzt aber noch schnell den Tisch abwischen hier. Der ist nämlich noch voll dreckig vom Kartoffeln schneiden gerade. Und dann werde ich die Kleine auch gleich hochlegen zum Schlafen, damit sie ein bisschen Mittagsschlaf macht. Sie macht nämlich mir schon den Anschein, als wenn sie schon sehr, sehr müde wäre. Aber ich wollte jetzt hier gerade noch ein bisschen spielen lassen, während ich putze. Aber ich denke, ich werde jetzt nochmal schnell die Küche und den Flur durchsaugen und dann das Wohnzimmer dann nachher machen. Sie spielt gerade mit ihr nach Toni Box. Die ist so süß. Manchmal liegst du da und spitzt ein Ohr. Die ganze. Ja, das hier ist so mein Nähtisch. Viele fragen immer, was habe ich für eine Nähmaschine? Das ist diese Overlook hier, die ist von Medion und zwar die Textar. Ja, ist eine richtig tolle Overlook-Maschine und ich habe ja schon mal genäht damals, hatte dann nur eine normale Nähmaschine, beziehungsweise hab die immer noch. Und damit kam ich gar nicht zurecht und habe dann das Nähen aufgegeben und dann habe ich mir die Overlook gekauft und tada, das klappt einfach so gut, dass ich echt ja, sehr, sehr gerne Nähe. Hier habe ich gerade meine Sachen, wo ich gerade bei bin. Das hier wird zum Beispiel eine Latzhose mit dem passenden Pullover. Den Pullover habe ich auch schon fertig, den kann ich euch ja mal zeigen. So sieht der aus. Der ist auch richtig schön geworden. Das habe ich auch extra schon für unseren Urlaub gemacht. Genau, wir fahren nämlich wieder an die Nordsee. An der Ostsee wohnen wir ja. Und ich finde, da passt das super, super gut. Und mir gefiel der Stoff so gut, dass ich den einfach mal mitgenommen habe und da jetzt einfach so ein, so ein Langarm-Shirt draus gemacht habe. Hier unten habe ich so ein Bündchen dran gemacht, genauso wie am Hals. Und hier an den Ärmeln habe ich kein Bündchen dran gemacht, also kein rotes Bündchen dran gemacht, sondern den Stoff hier einfach nur übernäht. So. Ja, ist auch richtig schön geworden. Und dazu gibt es dann eben noch passend die Latzhose. Die kann ich euch auch einmal zeigen.
Das ist diese hier. Habe ich jetzt auch schon alle Teile zugeschnitten, auch schon so ein bisschen genäht hier, wie ihr seht. Das hier sind nachher die Latzdinger, die hier eben zum Zumachen so, ne? Das ist dann das eine Bein. Hier habe ich schon die Fußbündchen fertig. Den Zwickel für den Schritt. Ganz wichtig bei Stoffwindeln. Und hier ist das vordere Teil. Das ist die Innenseite und hier eben so die äußere Seite. So, und ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt fertig nähe oder ob ich mir nicht endlich mal den langen Wunsch einer Stickmaschine erfülle. Und dann hier vorne irgendwie noch was raufsticke oder so. Irgendwas mit Büsumer Mädchen oder so. Also irgendwas Cooles wollte ich hier eventuell noch raufsticken. Aber ich bin immer ein bisschen zu geizig für eine Stickmaschine und deswegen bleibt das wohl noch ein bisschen hier so halb liegen, so halb fertig. Ja, das ist auf jeden Fall die Latzhose passend zum Pullover. Dann habe ich hier unter noch eine Jacke, die ich auch einfach schon so lange hier fertig habe, aber nicht komplett fertig mache. Hier ist noch eine Latzhose. Die habe ich auch schon so weit zugeschnitten. Da war ich auch schon fast fertig. Ich habe dann aber gesehen, dass ich mich bei den vorderen Teilen total verschnitten habe und musste die deswegen nochmal neu zuschneiden. Da musste ich auch neuen Stoff kaufen, weil ich ja den Stoff nicht mehr so vorrätig hatte. Und genau, deswegen habe ich dir nochmal alles neu zugeschnitten. Hier sind die Innenteile jeweils. Dann auch hier die zwei Bündchen, den Zwickel und auch hier die Schulterdinger hier, die Latzträger. Und passend dazu gibt es diesen Pullover, passend in dem Innenstoff eben. Den habe ich auch schon soweit fertig. Da fehlen eben nur noch die Bündchen oben und unten. Aber ganz ehrlich, ich hasse Bündchen nähen und deswegen bleibt das, glaube ich, bis zum Ende auch so. Ja, hier unten fehlt eben noch das Bündchen und hier. Aber hier habe ich eben auch schon an den Ärmeln das so gemacht. Ja, finde ich richtig schön. Und auch der gefällt mir total gut. Das ist übrigens alles in 74-80 genäht. Nee, in 80-86, genau. Ja, und das ist eben dann noch so ein Set, was ich gerade habe hier. Hier steht auch noch ein Riesenhaufen mit Stoffen. Hier sind noch zwei, wie sagt man, Handmuffs für einen Kinderwagen. Das kann man eben so an den Lenker machen und dann kann man hier die Hände reinstecken. Da muss ich auch noch die Knöpfe ranmachen und den muss ich auch noch füllen und so. Da habe ich hier zwei Stück, die wurden bestellt. Und hier habe ich auch noch ganz viel Stoff, der vernäht werden möchte. Und hier hinten habe ich auch noch ein Set, das kann ich euch auch noch zeigen. Das besteht einmal aus diesem Pullover. Den habe ich auch schon soweit fertig, wie ihr seht, genauso wie die anderen. Und da habe ich jetzt aber ein nicht passendes Bündchen zu bestellt. Ich hätte gerne so ein Senfgelb hier. So von diesem Heißluftballon hier. Passend dazu diese Latzhose, die ist auch schon soweit fertig. Das ist jetzt meine allererste Latzhose gewesen aus dem Stoff oder aus dem Schnitt. Und hier müssen jetzt auch eigentlich nur noch die Bündchen ran. Wie gesagt, da habe ich eben noch dieses senfgelbe Bündchen nicht. Und dann noch die Knöpfe hier oben, um eben hier den Latz ran zu machen, die Latzträger. So, genau. So gehört das dann ungefähr. Ja, hier drin habe ich auch diesen Stoff und genau so ein Bündchen hätte ich gerne. Das habe ich aber noch nirgendwo gefunden. Und ja, deswegen dauert das auch noch, bis das fertig ist, weil erst dann, wenn das wirklich so komplett ist, also wenn ich das Bündchen habe, dann kann ich das erst fertig nähen. Und hier wäre auch voll cool, wenn hier so ein Heißluftballon noch drauf wäre, so raufgestickt oder so, hier so passend. Ja, mal schauen, ich lasse es einfach noch ein bisschen hier liegen und nähe das dann zu Ende, wenn es soweit ist. Ich habe aber noch ganz viel anderen Stoff gekauft. Ich habe hier meine letzte Bestellung in dem Karton noch, und ich habe nämlich noch diesen Baggerstoff hier gekauft. Ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwas draus mache. Und dann habe ich auch noch diesen hier. Den finde ich auch so schön. Da wollte ich gerne auch noch so einen Pullover-Latz-Dings draus machen. Ja, mal schauen. Meine Lieben, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr Nähvideos sehen wollt. Ich weiß immer nicht so recht, wie ich euch da mitnehmen soll, weil ich immer nur vereinzelt nähen kann. Also meistens mal abends 10 Minuten oder zwischendrin mal 10 Minuten. Und deswegen ist so ein Video drin halt auch irgendwie schwierig, weil es immer so zusammengehackt wäre sozusagen. Ja, aber ihr könnt es ja trotzdem mal in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich mich auch für diesen Vlog hier verabschieden und euch einen ganz, ganz tollen Tag wünschen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!